Ja, tja. Das Wetter ist heute leider nicht so toll. Aber ganz egal, wir fliegen einfach trotzdem schon mal los. Obwohl alles funktioniert. Im Moment fällt der Jung noch nach vorne, ist ja klar, weil es ist kein Fahrtwind, also hängt hinten das Ruder durch. So, ja, wie immer, Bremse wegmachen, Gas geben. Oh ja, da kommt auch der Jung nach hinten. Das Ruder reagiert wieder extrem über. Aber das mit den Pedals schon immer so. Ja, erstmal hoch. Ja, wo sind wir gerade? Wir sind auf dem Orlando International Airport. So, wo hatte ich jetzt Fahrwerk hoch und runter? Ich glaube hier. Haben wir überhaupt ein Einziehfahrwerk? Ich guck mal sicherheitshalber nach. Ja, wir haben ein Einziehfahrwerk. Das ist immer gut zu wissen, wenn man fliegt. Ja, wohin wollen wir fliegen? Wir wollen fliegen nach Daytona Beach. Leider bei Schweinewetter. Die Wolken sind heute wirklich total tief. Ich würde sagen, wir halten einfach mal die Höhe hier. Na, was soll's denn? Ja, ein bisschen tiefer. 580 Fuß. Also 500 Fuß als Höhe halten. Als Reisehöhe ist das schon nicht sehr hoch. Na gut, also, Autos. Autopilot. Halte die Höhe. Mache Nav. Da war doch noch irgendwas. Was habe ich denn als Geschwindigkeit eingestellt? 143, das ist schon ein bisschen viel, ne? Immer von 110 runter, bevor ihr hier völlig zu viel kriegt. Mal schauen, ob wir hier dem Kurs nachfliegen. Ich wollte gerade sagen, so gar nicht, aber... Dreht er denn nur? Dreht er sich rein oder nicht? Habe ich den Kompass denn noch eingestellt? Ich denke schon, ne? Ja, sieht so aus, als hätten wir hier eine von den üblichen Problemen. Das ist ein Problem, um das ich mich dann unterwegs kümmern werde. Dann würde ich sagen, drehe ich erstmal Heading. Ach, ich fliege nach GPS angeblich. Na, schön. Dann drehe ich jetzt erstmal Heading auf das, wo wir eigentlich hin müssten. Und sage ihm, flieg nach Heading. Ja, bis ich das Problem näher beleuchten kann. Geschwindigkeit ist 108. Wie viel wirklich geht, werden wir uns später angucken. Irgendwas wahnsinnig Wichtiges wollte ich vorher noch nachsehen. Jetzt habe ich vergessen, was es war. Da muss es ja wahnsinnig wichtig gewesen sein. Noch fliegen wir jedenfalls über Orlando in einer unverantwortlich niedrigen Höhe. Ich würde mal sagen, die Richtung müssen wir noch ein bisschen korrigieren, wa? Ja, für GPS. Ach, richtig. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich wollte. Ich will das Programm hier einmal beenden im Tablet. Weil... Wenn er unten nämlich diese Navigationsleiste einblendet von Android, die auch nicht wieder verschwindet, dann komme ich an die unterste Reihe der Tasten ja gar nicht ran. Wenn man jetzt einmal startet, stürzt er meistens einmal wieder ab und dann starte ich ihn nochmal und dann läuft alles. Mal gucken, vielleicht macht das ja beim ersten Anlauf, er macht es beim ersten Anlauf. Gut, dann schalten wir auf Nav 1 um und wieder auf Nav 2 zurück. Und ich versuche es nochmal mit Nav. Und er versucht sich wieder wegzudrehen. Also, ich fürchte, dieses Flugzeug ist eines von denen, das sich damit nicht verträgt. Die Ryanair, nein, nicht Ryanair, doch sie heißt Ryan Navion, da ist das Ding, glaube ich, auch so ein Oldtimer-Flieger. Der kommt leider mit dem Bordcomputer auch so gar nicht klar. Das ist nicht seins. Und den muss man leider auch dann mit Kurssteuerung fliegen, statt mit Automatik. Dann ist das eben so. Guck mal, ich habe da unten über dem zweiten Jog ein paar alte Aufkleber gefunden. Die habe ich noch reingeklebt. genau, wir gucken einfach mal auf die große Karte. Dafür machen wir die kleine weg. So. Ja, genau. Da sind wir gerade. Und wir fliegen hier nach... Genau, Daytona Beach. Oh, ich zentriere die Karte eingeschaltet. Sieht fast so aus, ne?
Flugplan zentrieren, Flugzeug zentrieren. Das schalten wir ab. Dann können wir den hier auch wegmachen, der stört nur. Meine Flugpläne fallen überaus simpel aus. So, auf dem Wege sind wir. Er sagt mir hier, 13 Grad müssten wir fliegen. Die stelle ich hier einfach auf der Eieruhr mal ein. Was steht denn da jetzt? 9 Grad. Dann machen wir 11, 12, 13. Ja. Das sieht schon gut aus. So, jetzt kann ich die Karte auch verschieben jetzt nebenbei, ne? ILS haben wir zwar, aber nicht in unsere Richtung. Doch, haben wir. Ich bin mir allerdings noch nicht so ganz sicher, ob nach der jetzigen, nach dem Erlebnis hier gerade mit der GPS-Geschichte, ob das wirklich so ratsam ist. Egal, wir gehen jetzt erstmal nach draußen, da wo es kühl und windig ist, und schauen uns das Ganze von außen an. Und machen Fotos wie wild. So, dafür muss ich die Windows-Taste und die Drucktaste gleichzeitig. Ja. Wahrscheinlich überschreibe ich den schönsten Teil des Bildes wieder später. Ist das jetzt hinten die Flagge von nein, Italien ist senkrecht, Irland kann es nicht sein. Ist es vielleicht Ungarn? Es ist auf jeden Fall ein russisches, also es ist eine Jack jedenfalls, ne? Eine Jack 18. Das ist eins von diesen Gratis-Flugzeugen, die echt gut sind. Mal abgesehen davon, dass er nicht nach GPS fliegen mag. Muss ich aufpassen, wie hoch ich gehe, sonst verschwinde ich selber in der Wolkendecke. Ich gehe mal schön weit weg, dann macht er nicht so viel Krach. Und ich muss dich gegen anschreien. Aber ist Orlando so wahnsinnig groß? Oder? Guck mal, er scheint auch den Flugplan, ne, die Zeiten, nicht so wirklich genau zu berechnen. Das kann aber sein, dass das wirklich nicht die Schuld von dem hier von AirMap ist, von Free AirMap. Sondern es kann sein, dass es mit diesem speziellen Flugzeug, das nicht wirklich zertifiziert ist für X-Plane, dass da was durcheinander geht. Weil wenn er schon nicht geradeaus fliegt, wer weiß, wie er dann den Flugplan berechnet. Wie gesagt, Ryanavian macht das genauso, leider. Davon abgesehen aber immer noch ein gutes Flugzeug. Wenn die Dinger schön aussehen, freue ich mir immer ein Loch im Bauch. Ich gehe mal ein bisschen tiefer ran, damit sich ein bisschen was bewegt, ne? Bewegt sich denn was? Ja, durchaus. Wir haben 9 Knoten, ja, Seitenwind von vorne rechts. Guck mal, kann das sein? KMCO? Da kommen wir doch gerade her, KMCO, oder? Und KDAB, 36 Minuten Flugzeit, das könnte stimmen. Vielleicht hat er was an den Reihenfolgen geändert, dass er jetzt nicht mehr die Waypoints, sondern die Destination einblendet. Ich guck noch mal eben nach. Kilo Delta Alpha Bravo ist Destination. Und 36 Minuten ist vollkommen plausibel, das macht Sinn. Da muss ich direkt hier mal durchschalten, ob der... Ups, ich wollte ja eigentlich den Flugzeug hier sehen, ne? Ich muss den mal durchschalten, ob man womöglich inzwischen auch verschiedene Versionen hier machen kann. Aha, er hat das geändert. Da werden also jetzt nicht mehr der nächste Waypoint angezeigt, sondern die Destination, also Abflug und Destination, Quatsch, seit und bis. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn man den nächsten Waypoint auch noch dazwischen hätte. Vielleicht kann man den irgendwo dahinter hängen. Man braucht das nicht wirklich, also ich brauch's nicht wirklich. Aber wenn man sich dran gewöhnt hat, das ist blöd, ne? Man gewöhnt sich so verdammt schnell an irgendwelchen Luxus. So, jetzt hauruckel ich mich hier mal ein bisschen weg. Hauruckel. Tu meine... Warte, ich kann meine Schlappen auch ruhig wieder anziehen, so frisch ist, wie es heute ist. Und heute habe ich schon mal vorgearbeitet, ne? Wenn man merkt, dass ich höher sitze als vorher, ne? Aber ich will ja, dass man den Burschen hier unten auch im Bild sieht. Na, jetzt mal. So, Daytona Beach ist eine Stadt im Volusia County im US-Bundesstaat Florida mit 61.000 blablabla Einwohnern. Sie ist nach Daytona, ach, es gibt auch eine Stadt, die Daytona heißt, die zweitgrößte Stadt der MSA
Deltona, Daytona Beach, Ormond Beach. Hä? Multi, sowieso, also irgendwas, was keine Sau interessiert jedenfalls. Geografie, Geschichte, oh, das ist erfreulich kurz. Daytona Beach ist nach seinem Gründer Matthias Day benannt und wurde 1876 gegründet. 1926 wurden die Städte Daytona, Daytona Beach und Seabreeze zu Daytona Beach zusammengeschlossen. Demografische Daten, da wollen wir mal schauen hier. Einwohnerzahl, Dichte, aha. 57,8% der Bevölkerung bezeichnen sich als Weiße, 35,4% als Afroamerikaner, 0,4% als Indianer und 2,3% als Asian Americans. 1,8% an andere Ethnie und 2,3% mehrere Ethnien und 6,2% der Bevölkerung bestanden aus Hispanos und Latinos. Die zählen sich nämlich selber auch zu den Weißen. So, Kinder unter 18 Jahren, Altersdingens, durchschnittliches Einkommen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen lag bei 29.000, also knapp 30.000 Dollar. Das ist für amerikanische Verhältnisse viel oder wenig. Also Daytona Beach sehe ich eigentlich als gut bezahlten Touristenort an, aber dabei leben knapp 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Dazu muss man sagen, dass hier in Deutschland die Armutsgrenze weit oberhalb dessen liegt, was ich als Wachbär verdient habe. Das heißt, die 13 Jahre, die ich als Wachbär verbracht habe, war ich höchst offiziell arm, weil ich unter der Armutsgrenze lebe. Ja, unsere Armutsgrenze ist ambitioniert. Na, es werden also praktisch nicht immer mehr Arme, sondern die Armutsgrenze wird immer höher definiert, da wird es logischerweise immer mehr Arme. Ja, Arme braucht der Mensch, ne? Besser arm dran als arm ab. Motorsport. Daytona ist bekannt für die Rennstrecke Daytona International Speedway, die aus einem Oval mit drei Steilwandkurven sowie einem Straßenrennkurs mit Innenraum besteht. Das hängt damit zusammen, die Amerikaner fahren ja also Rennen eigentlich immer nur im Kreis, ne? Und wenn es mal richtig abgedreht ist, fahren sie auch mal im Oval. Und Daytona hat, glaube ich, noch eine Ecke im Kreis oder so ähnlich. Also, und mittlerweile, seit die Formel 1 da rumgeguckt, haben sie in der Mitte ja irgendwie noch ein paar Kurven eingebaut, damit man einen richtigen Rennkurs hat. Blablabla. Bla, bla. Auf ersterem fährt die NASCAR, also NASCAR ist das, was immer nur im Kreis fährt, und das Daytona 500 und die Coke Zero 400. Ah ja, das Rennen zum koffeinhaltigen Zuckerfreigetränk. Auf letzterem wird mit Einbeziehung der Steilwandkurven und einer Schikane das 24-Stunden-Rennen von Daytona ausgetragen. Auch die Superbikes fahren die Daytona 200 dort. Die meisten Rennveranstaltungen finden von Januar bis März statt. Das ist wahrscheinlich noch nicht so heiß, aber schon schön warm. Hier kann man doch irgendwie auch Flugplätze einblenden, ohne dass diese riesigen Radarkeulen dabei sind. Ich bin mir relativ sicher, dass das geht. Ich gucke hier glatt mal rein. Es interessiert mich gerade. Navigation, Airport Map, ich glaube, das ist aber immer nur der jeweilige Airport, auf dem man selber ist. Airspace, Marker, ILS, ILS ist das, was wir hier mit den grünen Gäulen und so, NDB Airport, da ist es doch, ha, siehste. Wusste ich doch. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch, war das hier nach unten der Hebel oder nach oben? Genau, jetzt belege ich noch und hoffentlich treffe ich jetzt die richtige Funktion. Config. Button Assign. Blablabla, bla, Airport. Airport. Knopf nach unten. Gespeichert. Und jetzt müsste ich mit Knopf nach unten
AirPods an- und abschalten können, kann ich leider nicht. Ist wahrscheinlich eine andere Funktion, ne? Also was AirPort heißt, kann auch sein, dass damit dieses AirPort gemeint ist. Geh da sicherheitshalber nochmal hin. Button Assign. So, jetzt hatten wir hier unten irgendwo AirPort. Da ist AirPort, ne? Button 323, das ist das Hebel. Rival Browser Navigation AirPort. Ich versuche das mal. Klack. Okay, klack. Haha! So, jetzt kann ich die AirPorts eingeblendet lassen. Irgendwie ist es wolkig hier, ne? Sollte ich vielleicht ein bisschen höher abnehmen. Ich bin jetzt gerade so schön dabei. Ich habe gerade einen Run. Man kann ja auch die Größe der angezeigten Dingsbumse kann man jetzt auch irgendwie verändern. Aber wo ist das jetzt wieder? War das nicht auch irgendwo hier? Oder war das unter Config? Nav Size, genau. Oh, Fix AirPort. Das ist mir eigentlich klein genug, muss ich sagen. Ey, das Programm wird immer genialer, von Tag zu Tag. Absolut. Hier verändern wir einfach die Position. Ja, dann haben wir das Flugzeug da oben. Ich sag ja, ich bin immer irritiert, wenn irgendetwas tatsächlich funktioniert. Guck mal, Estimated Time on Route wird immer länger. Und das wird immer kleiner. Also ich glaube, hier haben wir noch ein Berechnungsproblem. Werde ich mir einfach sagen, das fixt er dann mal eben. Das bringt ihn das ja ruckzuck. Ich sag ihm, er soll sich das einfach mal selber angucken. Weil dieses Video, geht das heute online? Oh, ich glaube schon, dass es heute noch online geht. Mal schauen. Im letzten haben wir gestern rausgehauen, dann gehe ich das durch das heute. Falls ihr euch fragt, wie zeitnah die Videos rausgehen, unten, ne? Hier, da wird immer ein Datum eingeblendet, das ich nicht einstelle, sondern das klaue ich mir von irgendeiner Homepage. Und mit einer der ominösen Funktionen von OBS lasse ich unter anderem mein www.langschwert.de da unten einblenden. Ne, Langschwert mit ohne DT, das bin ich ja pauschal. DT bin ich ja nur bei YouTube. Und das hier ist irgendeine Seite, die das Datum anzeigt. Da kann man im Browser aufrufen, bestimmt ein Segment davon automatisch. Wo war ich stehen geblieben, bevor ihr mich rüde unterbrochen habt? Ich fliege über so eine richtige Wohlstandssiedlung. 16 Minuten, kann das sein? Ich sage jetzt einfach mal ja. Ja, da sind wir langsam geworden. Das deswegen. Ich guck mal eben nach drinnen. Da haben wir bestimmt irgendwo eine Eieruhr für Geschwindigkeiten. Ich glaube. Rosti. Rosti, kann das sein? Also jedenfalls tippe ich da mal auf Geschwindigkeit. Und das in Stundenkilometern, weil es russisch ist. Also drehen wir die Stundenkilometer mal hoch. Auf, sagen wir mal, 150 Knoten. Er hat da schon einige Reserven, ne? 250 Stundenkilometer. Das entspricht jetzt gerade ungefähr 140 Knoten. Ich kriege hier mal eine Anzeige auf dem Tablet auf Knoten. Ja, damit müsste jetzt die Reisezeit mal eben um 50% sinken. Ne? Genau, blablabla, Rennveranstaltung. Daytona Beach ist bekannt für seinen 37 Kilometer langen Strand. Hey, wir treffen uns da hier am Strand. Ja klar, ich finde dich schon. Der mit dem Auto und dem Motorrad im langsamen Tempo befahren werden darf. Klammer auf, cruisen, Klammer zu. Bei gutem Wetter wird der Strand zum Rummelplatz. Hier findet man dann viele Verkaufsstände, Surfer, Kitesurfer, Strandsegler und mehr. Die Stadt ist bei Touristen vor allem bekannt für zwei große Veranstaltungen. Spring Break, die ausgelassene Feier der amerikanischen Studenten während der Frühjahrsferien, und die Bike Week, eins der größten Harley-Davidson-Treffen. Ja, und ich da mit meiner VN 800, ne?
Reiskocher auf Harley getrimmt und keiner merkt's. Daneben gibt es ein zweites großes Treffen der Harley-Fahrer, das als Pendant zum Münchner Oktoberfest angelegte Biketoberfest. Schließlich gibt es noch das jährliche Turkey Race, ein Treffen von Oldtimern und Hot Rods im November, an dem Tausende von Fahrzeugen teilnehmen. An dem Tausende Fahrzeuge teilnehmen. Und grammatisch müssen wir das ja immer auf dem richtigen Stand halten hier, ne? In den vergangenen Jahren sind die Besucher, die zum Spring Break nach Daytona Beach kommen, deutlich zurückgegangen. So weit sogar, dass seit 2002 keine Zahlen mehr über diese erhoben werden. Stattdessen weichen die Studenten auf andere Städte aus. Aha, haben wir es dann mit der Preisgestaltung vielleicht etwas übertrieben? Oder sind vielleicht die Ordnungsbehörden auf den Trichter gekommen? Oh, ist das laut? Ist das blöd? Wir müssen einschreiten. Oder stellen sie fest, dass die Leute abwandern und jetzt ist es viel, viel ruhiger. In der Kasse, im Finanzamt, in Mallorca haben sie dasselbe ja gerade. Die Verkehr. Verkehr gibt es besonders während des Spring Breaks. Kein Kommentar. Den und den von der Interstate so und so viel, der und der Delta, Bahnhof, Schienennetz, bla bla bla. Kriminalitätsrate lag im Jahr 2010 mit 579 Punkten, US-Durchschnitt 266 Punkte, im hohen Bereich. Aha, es gab 3 Morde, 31 Vergewaltigungen, 229 Raubüberfälle, 548 Körperverletzungen, 1000 Einbrüche, 3089 Diebstähle, 463 Autodiebstähle und 16 Brandstiftungen. Gibt es solche Statistiken eigentlich auch für Deutschland? Ich habe mal so das Gefühl, dass sie sich davon drücken. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, dass wir uns um die Landung kümmern sollten. Söhne und Töchter in der Stadt Rapplings. Ja, perfektes Timing. So, alles gut. So, dann setze ich mich als erstes mal wieder rein hier. Gehe mit der Geschwindigkeit deutlich runter. Ja, also die 100 Knoten sollte ich auf jeden Fall halten, ne? 110, sagen wir mal. Wie weit ist es denn von da aus überhaupt noch? Wir hätten rein hypothetisch ja auch ILS zur Verfügung. Ich werde das mal ausprobieren. Ja, 8 Meilen, das ist jetzt nicht mehr so weit. Dann schauen wir doch mal. Fröhlich vor uns hinzoomen hier. So, da werden einige Frequenzen eingestellt. Wir wollen auf die 07 links. KDAB? KDAB, doch, das stimmt schon. Die 07, also 70 Grad. KDAB 07, ja. Dann stell ich schon mal Heading. Ja, auf 70 Grad ist ein bisschen verfrüht, ne? Obwohl, warum eigentlich nicht? Wenn ich jetzt auf Approach stelle, das versuchen wir jetzt mal. Ich gehe auf NAV 1, ich gehe auf Approach und ich gehe auf 70 Grad. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was er hier dazu sagt. Das ist Speed, das ist ganz falsch. Wir wollen keine 130 Knoten. Wir wollen 70 Grad. Das ist eher im weitesten Sinne die richtige Richtung. Da würde ich sagen, wir drehen Heading nochmal in diesen schönen Kegel rein hier. Und hoffen dann, dass er von da aus die richtige Frequenz kriegt. Gab es hier nicht irgendwo einen Zettel, wo die Geschwindigkeiten drauf standen? Da unten ist irgendwas. Verdammt klein, ne? Muss ich meine Brille ablesen? Ne, das kann ich nicht ablesen. Als ich die diversen Aufkleber reinmontiert habe, habe ich gesehen, hier gibt es irgendwo einen Zettel, so richtig handgeschriebene, wo die Geschwindigkeiten draufstehen. Ihr wisst ja, ich reiße mir mit großer Begeisterung irgendwelche Landeklappen ab. Naja. Den kann ich schon mal runterdrehen hier. Dass ich so einen Rums gibt, wenn ich ihn im Landeanflug abdrehe. So,
Approach und Nav ist gelb. Light Slope ist alles gelb, jawohl. Müssen wir so langsam in den Kegel reinkommen und ich drehe dann mal auf 70 Grad wieder hoch. Ja, jetzt gehe ich mal auf 70 Grad. Mal schauen, ob er dann auch wirklich... Grad. So, jetzt gucken wir mal, ob er das hinkriegt. Das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Mal schauen. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist schon mal das Fahrwerk auszufahren, während ich darauf vertraue, dass er das ja schon richtig machen wird. Wir haben ein ausgefahrenes Fahrwerk. Das ist beim Landen total vorteilhaft, habe ich mir sagen lassen. Das sieht gut aus. Sind natürlich total zu tief im Moment, aber das sieht auf jeden Fall gut aus von der Richtung. Da hinten sehe ich die Landebahn. Wenn ich die Landebahn sehe, kann ich demzufolge auch die Karte wegknipsen. Ja. Geschwindigkeiten, Flaps. Könnte noch interessant werden. Da ist ja ein Zettel, aber den kann ich nicht lesen. Überhaupt, die Kiste sieht ganz schön abgeranzt aus. Auf sowas stehe ich bei Modellen. Ah, ich erinnere mich. Dieser Zettel, dieser handgeschriebene, der war auf... genau, das die Cockpit-Datei, die liegt ja normalerweise in Objects. Also die Bilddatei dazu. Und hier lag sie dann im Root-Verzeichnis des Flugzeugs. Das heißt, es wird wahrscheinlich nur bei der Root-Bemalung dann aufgerufen. Oder gar nicht. Irgendjemand hat den Zettel da reinmontiert. Ich vermute mal, bei der Umsetzung von X-Plane 10 auf X-Plane 11, dass da wahrscheinlich irgendwas verschütt gegangen ist. Weil die eine andere Verzeichnisstruktur haben. Naja, was soll's. Wir kriegen schon hin. Runter kommen sie alle. Hier gibt es leider auf dem Tacho ja keine so wirklich tollen Beschriftungen. Der Bereich hört bei 200 Stundenkilometern auf. So, jetzt wird es langsam Zeit, ne? Sind wir im Gleitslope? Wir sind noch viel zu hoch. Zu tief, um überhaupt in den Gleitslope zu kommen. So war das. Jetzt fängt er an, sich zu bewegen. Wir kommen also näher ran. Ich schiele jetzt mit meinen Augen, damit ich nicht mehr hin und her bewege da vorne. So, und jetzt fängt er an zu sinken. Ja. Jetzt ist er im Gleitslope drin. Normalerweise soll man das bei 2500 Fuß machen, ne? Aber bei der Wolkendecke... So, welcher von den beiden Knöpfen? Den habe ich mit Autopilot belegt und den mit Autothrottle. Halten wir den mal ganz runter. Der ist ja noch im Autothrottel-Modus. Wind haben wir 8 Knoten von mehr oder weniger links. So, und jetzt schalte ich ihn ab. Oh, jetzt muss ich aber schon ein bisschen drücken. Ich bin offensichtlich zu schnell. Habt ihr jemals von mir so eine Landung gesehen? Dieser Jog ist genial. Man hat plötzlich Gefühl für das, was man tut. Es gibt keine... Es verändert sich ja auch die der Widerstand. Also während des Flugs. Ich halte jetzt hier einfach mal aus Prinzip an. Ich bleibe einfach mal so stehen, ohne Grund. Ihr seht, wie er runterfällt. Ja, sobald der Windwiderstand weg ist... So, fällt er einfach ins Nichts, das heißt, er ist auch entsprechend so zu bewegen, wie halt hinten das Ruder schwer ist, ne? Was es wiegt. Das Seitenruder wiegt kaum was, deswegen ist er nicht so viel.
Aber wenn man damit in Sturzflug geht und richtig Wind ist, dann ist das Ding bockhart. Also ich drucke gerade mit dem 3D-Drucker, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen, aber hier sind so gedruckte Winkel, mit denen ich die Erhöhung, ne, nur Holzkasten habe ich mir hier drunter gebaut, damit das von den Knien her besser passt, damit die Höhe fest ist. Ich drücke mir gerade einen zweiten Satz Winkel, weil da ist dann dermaßen viel Druck drauf. Also man schiebt dann wirklich, man muss richtig zupacken, damit er mir da nicht wegbricht oder sowas. Das ist schon toll, man hat also wirklich sehr viel mehr Gefühl. Es ist nicht so wie bei, sagen wir mal, einem Force-Feedback-Wheel, also einem Steuerrad mit Force-Feedback. Da ist die Kraft größer und der Effekt ist stärker, weil man ja jede Bodenrille, jeden Bordstein kriegt man ganz drastisch mit, jedes Schleudern. Hier hingegen hat der Programmierer des Flugsimulators ja auch nicht jede Rille des Bodenbelags eingegeben oder die Haftfähigkeit oder sowas, sondern das ist halt irgendwie Bodenbelag Alpha, es ist nicht nass und überhaupt. Und mehr muss man nicht wissen. Und demzufolge kann natürlich der Jörg auch nicht mehr wiedergeben, als zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Beton-Asphalt-Piste mit gelegentlichen Rillen 0815. Sondern der beschäftigt sich mehr mit Luft. Also der Effekt ist nicht so wie bei einem Rad, wo plötzlich alles super ist. Sondern hier ist man eigentlich erstmal enttäuscht. Hey, da tut sich ja gar nicht so viel. Erst im Fliegen, wenn man praktisch Kräfte kennenlernt, die man vorher einfach gar nicht kannte, dann merkt man auch erst, boah, was kann ich plötzlich die Luft besser einschätzen und so. Ich vermute mal, wenn man selber Pilot ist und das also Jahr und Tag gemacht hat, dann ist das ein völlig anderer Effekt. Aber ich lerne jetzt praktisch diesen Jog verstehen und die Luft verstehen. Und das ist schon interessant. Also es ist schon ein Erlebnis, das ich zunehmend, ne? Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, wow, was ein Effekt. Sonst war erst, ja gut, ich hatte ja früher mal so ein Force-Feedback-Jog, der schon, Joystick, so ein Steuerknüppel. Das war ja auch schon nicht schlecht, aber es war nicht so die Offenbarung. Und hier würde ich auch sagen, ja, so ein netter Effekt, aber so, ne? Aber je mehr ich das jetzt mache und je mehr ich also merke, wow, was passiert da eigentlich? Was würde da bei einem echten Flugzeug passieren? Muss ich sagen, krass, echt krass. So, Motor aus. Strom auch aus. Ach, Flaps hoch. Ich habe keine Flaps ausgefahren, von daher. Hätte die Flaps ausfahren sollen? Ich weiß es nicht. Sie reißen mir irgendwie beim falschen Moment ab. Und Platz gab es ja genug auf der langen Landebahn. So, Daytona Beach. Spring Break kann kommen. Aber ehrlich gesagt, Spring Break ist im Grunde nichts anderes als das, was wir als Malle kennen. Malaka, Ballermann. Was wir so also ganzjährig machen, machen die Amis nur einmal im Jahr. Und ich wäre also sehr viel mehr für das Bikers Weekend. Ne? Harleys gucken wäre mehr was für mich. So, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich wünsche euch ansonsten alles, was ihr mir auch wünscht. Ihr kennt das übliche Blabla, ja. Ne? Also bis nächstes Mal. Volk zerstreut euch.